Wir sind zurück im U-Boot der Deutschen bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir wissen immer noch nicht, wie wir von diesem U-Boot runterkommen, weil hoch können wir nicht, weil der nette Typ da mit der Brille, der hat eine nette Waffe, die er benutzen wird. Fordern Sie Ihr Glück nicht heraus, Sir. Na, da haben Sie recht. Keine gute Idee. Na, leider. Gehen wir wieder runter. Ja, und das ist zur Unterscheidung dieser grünen Leute, also die grünen, die mit grüner Uniform angezogen sind, die Armeeleute, das sind Armeeleute und keine Seeleute, das sind Kerners Leute. Ja, Klaus Kerner, dieser böse Wicht der Deutschen, der auch Atlantis finden will und schon relativ nah dran ist. So, können wir da jetzt rein in diesen Raum, weil Sophia, Kerner und Dr. Übermann sind letzte Folge ja weggegangen. Kerner hat die Tür versperrt. Das beantwortet die Frage. Da kann man leider nicht rein. Gut, dann müssen wir eben raus. Aus dem U-Boot. Irgendwie. Und ich vermute, es gibt nur einen Weg nach draußen. Wenn man nicht über die Brücke oben geht, dann wird man wohl über die Torpedorohre irgendwie rauskommen müssen. Das ist jetzt die Frage. Wir haben nämlich gefunden, bei dem Versteck, wo die Steinscheibe drin war. Wo ist denn der jetzt? Ah da, Mondstein, ne? Haben wir gefunden. Das ist nicht der Mondstein von Sailor Moon, ja, sagt das Zauberwort und so, sondern das ist der Mondstein, einer der Zugangs, wie sagt man? Ja, eine der Steinscheiben, mit denen man Zutritt zu den Vorposten und zur Kolonie und zur Atlantis direkt kommt, wenn man die richtige Einstellung da trifft. Kennen wir ja schon aus den vorigen Teilen. So, da haben wir noch bekommen, dort wo der Mondstein versteckt war, war nämlich auch diese Torpedoanleitung versteckt. Ein Handzettel, auf dem steht, so feuert man einen Torpedo. Auf dem Heidi steht, zum Beispiel. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du verstehst das, weil er hat vorher gesagt, als wir Hebeln und andere Konsolen lesen mussten, sagte er, ich kann kein Deutsch. Aber die Torpedoanleitung wird wohl nicht auf Englisch sein, für Dr. Jones geschrieben, ne? Aber gut, vielleicht kann das ja trotzdem irgendwie. Also schauen wir mal, benutze diese Kontrolleinheit. Das ist mir zu kompliziert. Aber vielleicht können wir die Torpedo-Anleitung mit dieser Kontrolleinheit benutzen. Okay, feuerbereit. Oh. Der dreckige Lappen gefällt mir dann trotzdem nicht so. Aber... okay. Feuerbereit ist gut, aber der Torpedo selber ist ja noch nicht in diesem Torpedorohr. Ne? Da war irgendwo Torpedorohr, genau. Öffne Torpedorohr. Es geht nicht auf, es muss defekt sein. Aha. Vielleicht, es gibt ja auch, wir sind ja hier am Heck des U-Bootes. Es gibt Heck-Torpedorohre und aber auch Bug-Torpedorohre. Schauen wir mal nach vor, vielleicht geht es da besser. Wenn nicht, dann muss ich mal was einfallen lassen, wie ich dieses Torpedorohr aufbekomme. Aber irgendwas hat er gesagt mit diesen Drähten, der Seemann, mit dem wir vorher gesprochen hatten, dass die Torpedosteuerung generell nicht geht oder so. Aber da ist der Kapitän. Da können wir nicht vorbei, weil der da gerade seine Ansprache oder seine ne, Verweisungen ausspricht. Zurück in zu ihrer Station, Sir. Ich muss diese Leute verweisen. Ei, ei, Captain. Und den können wir nicht dazu bringen. Was ist denn da? Oh, da ist übrigens auch ein Lappen. Aha. Abgesehen von dieser deutschen Flagge hier, die ein wenig zensiert ist, ist da ein öliger Lappen noch. Junge, der ist vielleicht verschmutzt. Pflichterfüllung. Ja. Kann man den mitnehmen? Das ist jetzt ein öliger Lappen. Und wir hatten vorher einen dreckigen Lappen auf die Drähte gelegt, der vom Barnett College. Aber ölig scheint mir doch besser zu sein als dreckig. Wegen Brandgefahr und so. Schauen wir mal, ob das nicht besser ist. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt den Lappen einfach so nehmen können, wenn die Drähte Strom führen. Doch, geht. Okay. Dann tauscht man einfach aus mit den öligen Lappen. Bitteschön. So ist er wenigstens von Nutzen. Brennt's schon?
Das ist mir zu kompliziert. Benutze Starthebel fürs Torpedorohr mit. Also drücke vielleicht. Drücke. Starthebel. Da brennt es ein bisschen. Was ist das für ein Geruch? Oh, da geht die ganze Mannschaft ins Heck. Feuer! Und das sollte sich eine Weile beschäftigen. Dann können wir jetzt zum Bug-Torpedorohr, wo die Leute sich nicht mehr befinden. Dann kann man sich vielleicht da mit dem Torpedorohr nach draußen befördern. Wir haben jetzt 4 Torpedorohre. Das können wir öffnen. Okay. Können wir das anschauen? Wie schaut so ein Torpedorohr von innen aus? Es ist leer. Okay. So, das bedeutet, da gibt es da auch eine Konsole. Ja, da ist die Steuereinheit. Also benutze Torpedoanleitung mit Torpedosteuereinheit. Zack. Okay. Jetzt muss ich nur noch den Hebel drücken. Okay. Das heißt, wir können jetzt da reingehen. Ist das richtig? Benutze Torpedorohr. Das klappt so nicht. Das ist blöd. Wenn ich jetzt das Torpedorohr drücke, was passiert dann? Nichts passiert. Ja, aber ich dachte, du musst nur mal den Starthebel drücken. Hä? Drücke, ziehe, schau. Also ich kann jetzt nichts anderes auswählen, damit ich da jetzt reinkrieche. Aber ich muss da rein. Aber die Wäscheleine, ne? Vielleicht muss ich vorher die Wäscheleine mit dem Hebel verbinden, damit er dann... Ah, ich binde die Leine an den Starthebel. Na klar, weil wenn er sich im Torpedorohr befindet, dann kann er ja den Hebel nicht drücken. Aber mit der Leine geht das vielleicht. Kann ich jetzt das Torpedorohr benutzen? Nein, das klappt so nicht. Okay, benutze Wäscheleine. Das wird nicht funktionieren. Ja, aber warum nicht? Ist das das falsche Torpedorohr vielleicht? Nein, es gibt nur ein Torpedorohr, was ich auswählen kann. Hä? Schauen wir mal das an. Schau an, Starthebel. Ich weiß nicht, wie viel über Torpedos. Ah, ich weiß nicht viel über Torpedos, aber das muss der Starthebel sein. Ah, okay. Und die Wäscheleine? Eine Wäscheleine, die an einem Torpedo-Starthebel hängt. Ja? Aber wie geht's denn weiter? Ich will da rein in dieses Rohr. Vielleicht muss ich diese Ausrüstung in die Wehr. Hier im Freien keine Chance. Was heißt im Freien? Du bist ja im U-Boot. Also. Kann man da einfach gehe zu Torpedorohr? Ah, okay. Ich brauche es einfach nur anklicken. Natürlich, gehe zu ist ja. Ja, vergesst mal das. Okay, dann. Aha. Geht er jetzt zum Fernschreiber und zieht sich automatisch um. Und das ist besser. Mit Hut, Lederjacke und Peitsche. Genau, und da kriege ich dann ins Rohr und jetzt können wir diese Leine ziehen. Ziehe Wäscheleine. Bumm. Blub, 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 blub. Ah ja. Ich hasse es, nass zu werden. Und da sind wir schon, auf Kreta. Und jetzt speichere ich noch sicherheitshalber, bevor ich das wieder vergesse. Wir befinden uns auf Kreta. Wieder einmal. Zum dritten Mal, diesmal im Rätselweg. Sehr schön. Und jetzt haben wir ja schon alles, was wir brauchen eigentlich. Weil wir erinnern uns an die letzten Folgen, wo wir immer in Kreta waren. Da mussten wir erst den Mondstein finden, ne? Oder? Natürlich. Das war immer die zweite... natürlich, das war die Kolonie. Das war immer der zweite Zugangsweg, wo wir dann den dritten Stein gefunden haben. Das heißt, ich kann eigentlich mit den Steinen schon da rein. Außer es wird komplizierter. Kann ich jetzt überhaupt zur Ausgrabungsstätte gehen? Muss ich mir mal kurz anschauen. Weil das wäre dann überflüssig. Wir hatten den Mondstein immer an der Ausgrabungsstelle gefunden. In jedem Weg. Im Actionweg und bei Sophias Weg. Jetzt bin ich gespannt, ob wir überhaupt zur Ausgrabungsstätte kommen. Wir kommen hin. Aber wozu? Wir haben den Mondstein schon. Schauen wir sicherheitshalber, ob das Vermessungsgerät da oben steht. Weil wenn das nicht oben steht... Also da geht jetzt rundherum. Achso, da müssen wir darüber. Ja. Wenn das nicht oben steht, dann brauchen wir es nicht. Dann brauchen wir da, glaube ich, auch gar nicht her.
Außer es ist noch irgendeine Hürde eingebaut. Man weiß ja nie. Plong. Da stehen die Hörner. Da stehen auch die freigesetzten Statuen schon. Da ist die Ochsenschwanzstatue. Und da rechts habe ich gesehen, ist der Kopf. Hier, Ochsenkopfstatue. Diesmal aber auf der anderen Seite. Die waren immer auf der Seite. Und da steht ein leeres Loch. Hä? Steine? Da hat schon jemand gewütet vor uns. Und das Vermessungsgerät steht nicht da. Hm. Ich möchte mal dieses Loch da anschauen. Ich sehe nichts. Ja, weil du zu weit weg bist. Ja, und was war das Loch? Natürlich, da war der Mondstein drin. Ne? Also hat jemand den Mondstein, also einen weiteren Mondstein bekommen, ne? Der hier vergraben war. Wahrscheinlich Kerner. Mit der Hilfe von Sophia. Haben wir dieses Rätsel, das kein Rätsel ist, aber diese ja, Verbindungslücke, diese Verständnislücke quasi gelöst. Sehr interessant. Also nur sicherheitshalber, ob ich da eh nichts übersehe, bevor ich dann mühsam suchen muss, ob sich da in diesem Loch eh nichts befindet. Also völlig klar, da hat man den Vermesser benutzt und hier bei den Hörnern die Vermessung vorgenommen und hier war die X markierte Stelle. Ich sehe nichts. Okay. Er sagt nicht mal dazu, dass das irgendwie so gewesen sein könnte, dass hier jemand kürzlich gegraben haben könnte oder so. So, da sind wir in der Sackgasse. Gut, also dann braucht man tatsächlich hier an der Ausgrabungsstelle nichts und gehen direkt in das Labyrinth des Minotaurus. Mit dem nächsten Rätsel, das uns jetzt bevorsteht, in welche Richtung oder welche Stellung müssen die Steine diesmal haben? Erstes Mal war, glaube ich, Abend, Sonne mit Hörner. Und das zweite müssen wir jetzt nochmal nachlesen. Wir sind ja an der großen Kolonie. Müssen wir gleich nochmal einen Blick in den verlorenen Dialog von Plato werfen, weil wir wissen ja, wir haben einen neuen Dialog ausgefasst und dementsprechend ist das wieder ein neues Rätsel. So, das war hier. Ja. Nein. Hier. Vorposten Sonnenstein. Wenn der Abend die Hörner rot färbt. Und wir sind jetzt in der großen Kolonie, wenn die Sonne über dem Vollmond ritt. Die Sonne über dem Vollmond. Welche Sonne? Wir haben mehrere Sonnen, ne? Hä? Wahrscheinlich die Mittagssonne? Das verstehe ich jetzt nicht. Die Sonne über dem Vollmond ritt. Naja, vielleicht, wenn man den Sonnenstein wieder auf die Hörner mit Abendsonne einstellen und darunter gleich den Vollmond. Das müsste eigentlich dann funktionieren, wenn das nicht näher beschrieben ist. Also schauen wir mal, Abendsonne mit Hörner und dann Vollmond. Also benutzen wir wieder den Sonnenstein mit Steinpodest. Zack. Und Mondstein. Ebenfalls. So, Abendsonne mit Hörner haben wir hier, die untergehende Sonne und Vollmond. Vollmond unter der Sonne. Wir haben halt drei Sonnen, ne? Aber ich nehme mal an, dass das so gemeint ist. Schauen wir mal. Nun, das hat nichts gebracht. Ach komm. Das ist wieder so typisch. Ich verstehe es dann nicht. Da steht, in der großen Kolonie brauchte man einen Mondstein, wenn die Sonne über den Vollmond ritt. Über dem Vollmond. Die Sonne. Welche Sonne? Es gibt drei Sonnenstellungen. Über dem Vollmond. Hä? Vollmond. Sonne über den Vollmond. Das wäre genau das. Es könnte jetzt jede Stellung sein. Hier ist die aufgehende Sonne, hier ist die Mittagssonne. Vielleicht meint er die Mittagssonne. Ja, okay. Es wäre die Mittagssonne. Also wenn nur Sonne steht, ist Mittagssonne gemeint. Sieh mal eine an. Eine Geheimtür. Na schön. Nehmen wir die Steinscheiben wieder mit. Zack. Zack. Und wir sind wieder mal zum dritten Mal im Labyrinth von Knossos oder im Labyrinth des Minotaurus. Also, die Legende eines Labyrinths unterhalb der Ruinen von Knossos ist wahr. Die Legende von Atlantis war auch nicht viel verrückter.
Also sehe ich da inzwischen auch gute Chancen. Ich wette, die letzte Steinscheibe befindet sich und Atlantis warten irgendwo hinter dieser Tür. Wir wissen schon, dass wir nach Atlantis kommen werden. Und diesmal wirklich zum letzten Mal. So, aber wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Hier liegt wieder Apollo, Zeus und wer war der dritte? Apollo. Nehmen wir gleich mit. Nimm Apollo. Das war Zeus. Nimm Zeus. Wer war der dritte nochmal? Ares. Den merke ich mal nicht. Und den kann man nur nehmen, wenn wir an der anderen Seite stehen und die Peitsche benutzen. So, Peitsche mit Statuenkopf im nächsten Raum. Ares. So. Crack. Und wieder mal sind wir eingesperrt im Labyrinth des Minotaurus. Da. Ich bin gespannt, ob das jetzt genauso so zu lösen ist wie beim Weg mit Sophia. Ich hoffe nicht, dass es genauso zu lösen ist wie beim Weg, beim Actionweg, weil auf Kämpfen habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Das war mir schon zu anstrengend im Actionweg, ehrlich gesagt. Ist zwar eine interessante Abwechslung gewesen, aber okay, da geht's nicht weiter. Also wir müssen mal runter zu Sternhard. Wir wissen ja schon, dass hier Sternhard, der Typ, der ursprünglich den Weltstein hatte in Guatemala, in Tikal, bei dieser Maya-Pyramide, wenn wir uns erinnern, da hat er ja einen Weltstein gefunden und mit dem ist er abgehaut. Abgehauen, sagt man, ne? Er ist verschwunden damit, hat ihn gestohlen, quasi. Und den findet man da ja wieder, das wissen wir ja schon. Wenn ich jetzt nochmal den Aufzug finde, wo auch der Minotaurus steht. Irgendwo da. Ich kenne mich in diesem blöden Labyrinth nicht aus und ich werde mich auch nie auskennen. Ah, da ist die Schlucht. Da kommen wir nicht rüber. Da mussten wir ja beim Actionweg rüber. Ne? So, ah, da sind wir schon. Das ist der echte Minotaurus, wie Dr. Jones sagt. Ja, soweit ich das beurteilen kann, der echte Minotaurus. Ich frage mich immer, warum die Minoaner so versessen auf ochsenköpfige Figuren waren. Ich werde es wohl nie erfahren. Aber ich dachte schon, dass der Minotaurus nach der Legende, diese griechische Mythologie, dass das ein Stierkopf war. Oder eine Mischung zwischen einem Stier und einem Menschen. Na gut, wir wissen, was zu tun ist. Wir benutzen die Peitsche mit dem Kopf des Minotaurus, damit der Aufzug da unten aktiviert werden kann. Crack. Und da geht's zu Charles Sternhard. Ja, das ist ja ein Aufzug. Wissen wir. Da können wir wieder unten schauen, dass da wieder zwei Steinscheiben liegen, die jetzt gleich zerbröselt werden. Das sind die anderen beiden Steine. Und da liegt wieder der Weltstein. Und irgendwas Rotes. Wollschal. War es so kalt hier in Kreta? Halt, das war mein Fahrstuhl und da sind die zerbröselten Steintrümmer. Sieht aus, als hätte der Aufzug mindestens eine Scheibe zerschlagen. Gut. So, was steht diesmal auf Sternhards Notiz? Hier steht: Ich bin überzeugt, der Kartenraum liegt irgendwo in den oberen Kammern. Ach, okay. Ich glaube, dass statische Elektrizität auf Orichalcum anspricht. Aber da ich hier unten gefangen bin, kann ich nicht sicher sein, ob ich alle Teile für einen Detektor habe. Ach was, jetzt müssen wir uns selbst einen Orichalcum-Detektor bauen? Zu schade, er kam so weit. Ach, okay. Das ist der Rätselweg natürlich, ne? Diesmal wird es etwas komplizierter. Wir hatten immer unseren Bernstein-Detektor, diesen Bernsteinfisch, der auf Orichalcum reagiert hat. Den haben wir immer irgendwo gefunden gehabt. Und jetzt gibt uns den Hinweis, dass wir uns so einen bauen müssen. Sternhard war offenbar nicht intelligent genug, sich einen Orichalcum-Detektor zu bauen. Hey, da ist der Hartgummi, ein Hartgummikamm drin. Ah, okay.
Es ist ein Kamm aus Hartgummi. Warum auch immer Stern hat einen Kamm mit hatte. Ich wollte er sich im Labyrinth frisieren, obwohl er einen Hut auf hatte. Wollschal. Es ist ein Schal aus Wolle. Das haben Wollschale so an sich. Und das ist das Wichtigste. Das ist der Weltstein. Das ist der Weltstein. Den Stern hat ihn Tikal mitnahm. Eine der ersten Folgen auf meinem YouTube-Kanal. Nimm Weltstein. Zack. So, dann haben wir den Weltstein. Das ist eine Steinscheibe mit mehreren Gravuren. Ja, zum Beispiel Vulkan oder Ostsee, Westsee und Südsee, glaube ich, ist da drauf. Gut. Also braucht man da eigentlich gar nicht drüber gehen, weil wir wissen jetzt, dass die Lösung in den hinteren Kammern, in den oberen Kammern sich befindet und da kommen wir sowieso nicht durch, weil da müsste Sophia durchklettern, die ja jetzt nicht dabei ist. Die vergnügt sich lieber mit den Deutschen als mit uns hier, als uns zu helfen. Gut, und wir wissen auch, dass wir hier den Wasserfall hinaufklettern können. Wie praktisch! Eine Kette verläuft hinter dem Wasserfall. Sehr schön. Da muss das Gegengewicht für den Aufzug dranhängen. Wer auch immer solche Aufzüge baut, die nur in eine Richtung gehen. Oder die wieder automatisch hochfahren und man dann eingesperrt ist, was zur Hölle. Sternhard hatte das wohl nicht gewusst, dass man hier raufklettern kann. Uff. Autsch. Ah. Ich hasse es, nass zu werden. Haben wir schon mal gehört, diese Folge. So, und dann, wie war das jetzt mit dem Wollschal? Benutze Gummikamm mit Wollschal, geht das irgendwie? Dann wird er statisch aufgeladen. Der Kamm ist jetzt statisch geladen. War der nicht aus Gummi? Hartgummi. Und dann, Hartgummi wird statisch aufgeladen. Okay. Wir haben noch die Wäscheleine. Können wir die Wäscheleine damit benutzen, damit wir wieder so einen Detektor haben? Okay, ich habe den Faden an den Kamm gebunden. Dann benutzen wir dann mal geladener Kamm am Faden. Ah. Er zeigt nirgendwo hin. Aber wir haben unseren Orichalcum-Detektor selbst gebastelt. Gut, so schwer war es jetzt nicht. Aber, ja, so geht's auch. Also braucht man nicht unbedingt einen Bernsteinfisch, sondern... Es reicht ein Kamm aus Hartgummi, den man mit Wolle ein bisschen anreiben. Auch nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir nochmal die Kiste finden, falls sie da existiert natürlich. Ich glaube, die war dahinter. Wo kann man da nochmal hin? Ah ja, da sind wir wieder einmal im Kreis gegangen. Dann müssen wir da nur mal die Statuenköpfe raufstellen. Hm? Ares, Zeus und Apollo. So, und dann öffnen wir dieses Gitter. Ich glaube, da war dann der Aufzug, der zweite Aufzug dahinter. Genau. Wenn wir nach oben gehen, dann müssen wir nämlich als erstes hin. Da kommen wir zum Gegengewicht. Und dann müsste auf der anderen Seite sich die Goldkiste befinden. Ne? Genau. Das kennen wir ja schon und deswegen wissen wir auch ohne Probleme, wie es da weitergeht. Die Folge ist jetzt wieder zu Ende, deswegen beenden wir die Folge und schauen wir sich dann in der nächsten Folge an, wie wir dann da rauskommen wieder. Ich hoffe, es geht diesmal ein bisschen einfacher als beim letzten Mal. Nun, da sind wir jetzt wieder im Labyrinth des Minotaurus. Zum dritten Mal, aber diesmal versprochen zum letzten Mal. Und ich hoffe, wir kommen da ein bisschen schneller raus als bei den letzten Malen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne meine anderen Let's Plays anschauen. Dazu habt ihr unten Videovorschläge. Und links oben könnt ihr mich abonnieren, um meine Videos in eurer Abo-Box zu sehen. Bis zum nächsten Mal.